So, guten Abend, Leute. Ich habe das mal gelöst, aber, also, keine Ahnung, das macht schon überhaupt keinen Sinn. Oder jetzt, wo ich drauf gucke, vielleicht doch. Weil es umgedreht werden muss. Weiß ich nicht. Also, du hast ja dieses riesige Vergleichsbild hier. Wenn man es umdreht. Naja, weiß ich nicht. Also wäre so nicht drauf gekommen, ne? Ich habe die jetzt halt so angeordnet wie hier auf dem Bild, das wollte er natürlich nicht. Jetzt gab es hier eine andere wilde Performance, aber die Speere sind ja hier auch anders auf dem Emblem als im Bild. Naja, okay, egal. Ich hasse Rätsel. Schon wieder 10 nach 9. Es ist immer 10 nach 9. Gibt es hier Legrit? 217. Das haben wir schon bekommen. Also, das in dem Zimmer, was auf uns wartet, ne? Blutspuren unter der Tür. Das Gartentor. Ah. Aha. Ha. Dann war die Glühbirne draußen an dem Springbrunnen nicht nur einfach so da. Ach du meine Fresse. Help. Mach doch einfach auf. Miffy, oben finde ich auch schön. Keine Ahnung. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Das ist hier nicht so eine Wand. Lasst uns erstmal unsere Schlüssel verteilen, würde ich sagen. Was haben wir jetzt noch an der Hand? 202 und 312. Reifen Apfel, der süß duftet, haben wir auch noch. 202, wo bist du? Da. Und 300 sind wir von dem Stockwerk noch ganz weit entfernt. So, also hierhin. Ganz ruhig, Kollege. Sie gerade verpissen. Das ist immer assi, auch wenn du von der Seite kommst, du kriegst das trotzdem ab. 201. Waren wir denn hier schon überall drin? Sieht nicht so aus. Schubladen sind noch zu. Nee. Er hat schon innen dran rumgefingert. Den Schuldigen werden wir zur Rechenschaft ziehen. Rechenschaft. 202. Auf geht's. Ein etwas größeres Apartment. Oh, hier muss unser Frischer. Oh, okay. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Liebste im ganzen Land? Zieh sie ab, die schöne Haut, bis das faule Fleisch vorschaut. Soll ich jetzt den Apfel schälen hier oder was? Ah, Puzzeln. Oh nein. Turning with Q. Wo sind wir hier mit Scherben rum? Okay. Das ist hier unten, ne? Das muss ja eine Ecke sein. So, dann haben wir noch das hier. Das ist nicht das, was ich dachte, oder? Doch. Die Lüpp. Da fehlt aber ein Schnippelstück. Das geht so nicht.
Oh, nee, den Apfel brauche ich jetzt nicht. Zurück damit. Ich will das aufheben, Digga. Warum darf ich das denn nicht nehmen? Ein Stück Verbot. So. So, das. Was ist denn das für ein Quatsch hier jetzt? Also mal ohne Spaß. Wie soll ich das jetzt machen, wenn ich das nicht nehmen darf? Ich will das Inventar nicht. Ich muss doch das aufheben können. Was soll das denn? So. Ich möchte die Spiegelscherbe aufheben, Leute. Ey, sag nicht, ich kann das hier nicht fertig machen. Das verstehe ich hier nicht. Was soll das denn jetzt? Es ist doch korrekt. Die passt doch da rein, aber ich kann sie nicht aufheben. Oder fehlt diese Scheibe? Wird die mir angezeigt, aber... Das hat er bescheuert gemacht. So. Warum sieht man da ein Bett? Und der Apfel ist eine kleine Spielfigur. Okay. Ist es einfach noch nicht so weit? Ich bin schon wieder vorausgegriffen. Was hat er denn jetzt raufgemalt hier? Make-up-Spiegel. Bücherregal im Leserzimmer. Hat da was zu tun. Hier der Spiegel ist geklärt anscheinend. Hat das mit der Tür zu tun? Nee, Digga. Da wird sie nur so sichtbar, oder was? Figur von Schneewittchen. Was ist das für ein Scheiß, Mann? Dann hör doch mal auf, hier irgendeine Scheiße zu fokussen, du Clown, Mann! Das ist so lächerlich, Mann. Das ist so scheiße schlecht. Ohne Witz. Was soll... Oh, jetzt kommt hier einer reingeschissen. Das ist nicht sein Ernst. Assis, Alter. Echt. Das war so unnötig bekackt gerade. Ich geh hier raus.
Ey. Okay. So kacke. So kacke. Weil das so tricky ist, wenn die direkt über dir sitzen und du kommst mit dieser Kamera nicht zurecht. Ey, wenn dann er noch versucht, hier irgendwelche anderen Leute nebenbei zu verprügeln. Kommen wir höher? Kommen wir jetzt gar nicht, ne? Ja doch, guck mal hier. Ah, da kommen wir nicht. Okay, ist klar. You need to find another way. Da möchte jemand nicht gestört werden. Das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Das sieht halt auch echt gleich aus hier zwischendurch. Aber nee, alles haben wir noch nicht durchsucht. Ah, ich wusste, dass hier irgendwo einer ist. Es war klar, aber... Aber da gibt es jetzt auch keine Markierung für. Ach guck mal, man kann durch, theoretisch, bei 209 vielleicht über den Balkon. Aber da war ja alles zu, ne? Darfst nicht dran rumziehen. Okay, müssen wir mit leben. Ob die immer wieder aufstehen hier. Silent Hill. Flower Deliveries. Ah, Blumenlieferung. Die perfekten Blumen für den perfekten Anlass. Unsere Bestseller. Lilien, Chrysanthemen. Alles Mögliche. 20% Rabatt auf Hochzeitssträuche. Oh, das gibt's ja auch nicht oft. Hochzeitssträuße. Meine Fresse. Rufen Sie uns an. 12:07. Also das wäre jetzt ein echt komischer Hinweis. Aber war draußen an dem, da wo die Glühbirne dran ist, an dem Gartentor, war das ein Zahlenschloss? Was ist denn jetzt los? Da kann man die Glühbirne ein bisschen sehen. Okay. Nee, war ja kein Schloss. Man konnte hier einfach bis durchgucken, ne? Rechts ist eine Bank. Kann man von links, kommt man einfach ran, oder wie? Ah, so war das. Die Schneewittchenfigur würde uns nicht helfen. Okay, also müssen wir irgendwie noch ein Werkzeug auftreiben. Ich kann ja erstmal die Figur noch loswerden. Die kommt ja bestimmt in diese X hier im Foyer. X. X im Foyer. Zack. So, jetzt haben wir noch den Schlüssel für Jans oben. Allerdings keine Möglichkeit, nach oben zu kommen. Hier sind 20 Möglichkeiten drauf. So, aber der Hauptweg aus dem Foyer nach oben geht, ging gar nicht, ne?
Der auf der rechten Seite ist versperrt. Jetzt bleibt uns theoretisch noch links. Ja, links unten kamen wir ja auch nicht. Wir könnten. Was ist denn bei 214 los? Wo sind wir eigentlich? Ganz unten. Ist ja irgendwie alles zu, aber warum tut man das? Hier kommt man hoch. Die Tatsache. Der Konferenzraum, da können wir mal hin. Da habe ich aus Versehen ohne euch einen Zettel gesammelt. Im Keller. Aber im Keller ist nicht viel. Da war nur ein Raum, den man betreten konnte für eine Reinigungskraft. Und da lag ein Zettel halt. Und da stand drauf, dass man, dass derjenige da dran ist, den Kamin reinigen soll. Im Konferenzraum, wenn ich mich recht entsinne. An die Reinigungskraft. Kannst du auf dem Weg zum Konferenzraum auch gleich in Zimmer 107 vorbeischauen? Ich lasse dir den Schlüssel da. Einer der Gäste hat da eine ziemliche Sauerei angerichtet. Boah, da würde ich mich ja richtig drauf freuen. 107. Kurz mal den Pinsel in der Nähe benutzt. Achso, hier brauche ich jetzt. Ah, da liegt eine Figur drin. Das sollte man doch einfach mit der Hand aufkriegen, oder nicht? Ich brauche jetzt wieder ein Werkzeug, oder was? James ist so manchmal ein schöner Lappen. Okay, aber wir haben jetzt einen Schlüssel für 107. Vielleicht liegt ja in 107 das Werkzeug für den Kamin. Das würde ja richtig Sinn machen. Und nicht hier am Ofen. Das ist ja Quatsch. Ich finde nicht mal Kaminbesteck. Ja, wirklich bloß die beiden Schlüssel. Na gut. Dünne. What's that for a sound? Lass den Scheiß. Noch ein großes Reinigungsmob. Alarm. Aua! Das ist so assi. Oh! Oh, die Ratte, Alter. Da ist er! Bolzen Schananeida. Den brauchen wir für Kette draußen am Gartenzaun. Okay. Damit haben wir dann auch schon Glühbirne. Und mit Glühbirne haben wir Unbekanntes. Also, ich habe mir gerade so richtig schön unnötig in die Fresse hauen lassen. Ich bin einfach zu schnell irgendwie. Ist dann ein Apartment, zeigt noch jede Ecke ab, wie Laser mit meiner scharfen Pistole. Und jetzt bin ich bloß noch am Joggen. Ey, find ich das immer richtig gut, wenn so in jeder Ecke, wenn du wirklich gucken musst, ne? So, 318. Das haben wir auf den Fotos gesehen. Oh, Balcony.
Ach, cool. Ist mir ja nicht aufgefallen, dass man hier runter kann. Was liegt denn da? Tasse? Ich hoffe, dass es eine Tasse ist. Sind wir denn jetzt? Ah! Ah, cool. Okay, 216 geht nichts. In 217 war da irgendwas los. Harry Potter, Alter. Hätte hier wieder Eulen gehortet. So ein Schweinepriester. Da liegt ein Buch. Ist das das, was wir gerade von da gesehen haben? Nee, ne? Alter, bin ich ein Schlaufuchs? Ist jetzt nicht unser Job, hier sauber zu machen, oder? Lassen wir mal aus. Schublade geht nicht. Wenigstens hier kein Käfig. So, Buch runtergeballert und dann kann man bestimmt noch von hier aus in das Zimmer nebenan. Hallo? Na, guck mal. Muss ja jetzt auch so ein bisschen Decken checken. Wahrscheinlich einfach nur, dass man jetzt einen Durchgang hat in und nicht immer diesen Umweg laufen muss, ne? Okay. Habe ich da jetzt was vergessen noch? Ne, wir haben das alles gecheckt. Das war der Mitarbeiteraufzug. Wir müssen jetzt einfach nur runter und erstmal die Kette lösen. Haben wir zwischendurch immer wieder Lust irgendwie. Laura haben wir auch nie wieder gesehen. Was ich jetzt aber wieder verpeilt habe, ist nach Raum 300 Schlag mich tot zu suchen. Genau das, was wir brauchen. Köder verführt, konnte ihm nicht widerstehen. Warum muss der Teil gewartet werden? Der sieht doch. Das sieht doch gut aus. Da, 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 da. Hat hier so ein bisschen mit Baumes-Problemen zu tun. Ah, ich habe auch tausend Sachen im Hintergrund offen. Kann sein, dass das nicht so wirklich hilfreich ist. So, wo war das Zimmer mit dem Make-up-Spul? Rechts von uns. Erstmal dich dann machen hier. 205. Ach ja, wir müssen durch das Lesezimmer schlüpfen. Durch hier. So. Kurz den
What? Da gehört eine Glühbirne rein, das sieht man doch. Was ist das denn jetzt? Mach das. Muss ich jetzt noch in die Winde finden oder was? Oder den Elektriker? Gibt's nicht. Okay. Raum 107. One Etage runter. 107 ist nicht verzeichnet. Ein Gespensterraum. Da, doch, unten rechts. Gegenüber der Waschküche. Treppe runter. Okay, I know. Hätte ich das gewusst, hätte ich das geklemmt, ne? Finde ich jetzt aber frech mit der Glühbirne. Da bin ich ja gespannt, was sie mir denn erzählen wollen. Da ist schon wieder einer wild. Falscher Mann. Hier. Nicht. Hä? Scheuert? Ah. Wow! Die Lady hinter dem Blumentopf, Alter! Mann, diese unnötigen Kacktreffer. Einfach ungeduldig, dieses Rumgedinge und Gesuche. Entschuldigung, haben Sie hier Kaminbesteck? Wie viel Reinigungskraft hier hergejagt wird. An die Reinigungskraft. Wenn du schon dabei bist, könntest du auch gleich die Blätter im Garten zusammenfegen. Aber nicht den Kamin vergessen. Alter. Haben wir hier noch? Wie ich erwische dich beim Faulenzen. Da fühlt man sich bestimmt richtig wertgeschätzt, wenn man denn anfangen soll, hier Laub zu saugen. Also zu saugen. Zu fegen. Ich glaube, du hast als Housekeeping genug zu tun. Gerade bei diesen ganzen Leuten, die ihre Zimmer immer so richtig arschig hinterlassen, ne? Bist du bestimmt genug von. Ich schäme mich immer, wenn ich die Bettwäsche schon drauf lasse. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Unüberwindbare Steinbank. Ja, das wäre was für mich. So ein Hotelgarten fliegen. Übel Bock drauf. Ich mag Gärtnerei. Irgendwas ist hinter mir. Okay, aber irgendwo kriege ich hier was rum. Ich hab's gehört. Ist das eine Falle? Guck mal. Stecken die sich hier im Laub?
Da hinten ist noch ein Räudenbär. Einfach nur mal einen Rundgang hier. Kaminschlüssel. Ja, bestimmt wegen der Sicherheit und so. Gibt es einen extra Kaminschlüssel? Ich habe mich einfach so weit, zu weit vorgegriffen mit der Glühbirne, ich weiß es nicht. So Leute, ich muss die Party aber ein bisschen kürzer machen. Ich suche jetzt wieder einen Punkt zum Speichern und dann treffen wir uns am Kamin wieder. Weil ich muss jetzt wieder Kinder einsammeln. Bis zur nächsten Folge von Silent Hill 2. Habt einen schönen Abend. Haut rein. Soweit.